KinoCast. Hallo und herzlich willkommen hier zur neuen Sendung vom KinoCast Nummer 701. Hallo Kate. Hallo. Hallo Chris. Ich musste ganz schnell gerade meine Nase noch ein bisschen putzen, damit ich nicht anfange zu niesen. Einen wunderschönen guten Tag, hallo. Wie hast du das gemacht? Klang das so? Ein Laien hier weg. Das klang eher wie, kennst du Sendung mit der Maus, schon mal gehört? Ach so, der Elefant. genau, es klang eher so. Okay, na dann, ja, herzlich willkommen auch von mir. Hier ist der Erik, ich begrüße euch und die Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen Sendung mit einem bunten Programm und vielen, vielen Filmen. Zum Beispiel Eine Nacht in Helsinki. Mal gucken, was uns da erwartet. Dann F to the IEG, Das Gift und die Stadt, habe ich mir angeschaut aus dem Kino, aber als Screener. Tick, Tick, Boom gibt's, den Golden Globe-Gewinner für Andrew Garfield. Malin Young habe ich mir angeschaut, den neuen Film von James Wan, der Insidious gemacht hat und Saw und sowas und Final Destination, glaube ich. Und Eternals, mal gucken, was wir darüber berichten können. Ja, neuen Trailer, den verrate ich mal noch nicht, aber der sieht sehr gut aus. Und mal schauen, was uns noch so einfällt. Ein Rätsel gibt es natürlich auch wieder. Gegen Ende. Ja, Kate reibt sich schon die Hände. Und jetzt fangen wir mal an mit Einer Nacht in Helsinki. Den hatten wir in der Sneak Preview. Das ist ein Film von, Mika Kaurismäki. Ich habe nochmal nachgeschaut, das ist der Bruder von Aki Kaurismäki, der die Filme gemacht hat mit den Leningrad Cowboys und hier Night on Earth und sowas, glaube ich. Und da geht es eigentlich um nicht sehr viel, sondern ist wahrscheinlich gedreht und spielt während des Corona-Lockdowns in einer Bar in Finnland, so mitten im Nirgendwo. Und man sieht am Anfang, dass der Barbesitzer, der holt erstmal so einen Kanister, fährt in die Tankstelle, geht in die Bar, macht sich was zu essen, sitzt dann da und lässt aber aus Versehen irgendwie die Tür offen, sodass dann irgendwann mal jemand reinschneit und den kennt er irgendwie auch und er fragt ihn, ob er was trinken kann und so. Er sagt, naja, ich darf eigentlich hier nichts ausschenken und so und wegen Lockdown, ich darf hier niemanden bedienen, ich darf nichts verkaufen, so rum, aber ich kann dir was schenken. Und ja, dann schenkt er ihm halt ein Glas Wein und die setzen sich zusammen und reden halt und irgendwann kommt noch eine dritte Person dazu und da hatten wir in so einem Intro des Films was gesehen, der ist gejoggt und kriegt einen Anruf und dem fährt der Schreck in die Glieder und der dreht um und rennt woanders hin. Und danach sehen wir erst wieder, wie er in die Bar kommt und wir haben vorher gehört, dass wohl irgendwo in der Stadt ein Mord passiert sein soll und die Polizei ist auf der Suche nach jemandem und wahrscheinlich ist das derjenige, der dafür verantwortlich ist oder ist es vielleicht nicht oder was war da? Jedenfalls löst sich das alles mehr oder weniger in Gesprächen zwischen diesen drei Personen in dieser Bar. Mehr ist es eigentlich nicht. Es ist eher ein Kammerspiel, ja, ich denke mal, das kann man auch gut als Theaterstück irgendwie inszenieren. Vielleicht basiert das sogar auf einem Theaterstück. Und wir sehen halt drei Männer, die miteinander reden. Insgesamt hat, glaube ich, der ganze Film 5 Darsteller sind hier gelistet bei IMDb. Nee, da kommt ja mal eine ganze Truppe rein. Da kommt eine ganze Truppe ja noch rein. Ja, aber so bei IMDb als Hauptdarsteller sind 5 Personen gelistet. Da kommt dann nochmal so eine Gruppe Jugendliche rein, die ein bisschen feiern wollen und so. Und die werden dann abgespeist und ja, aber letztendlich beschränkt sich es auf die drei Personen, die am Tisch sitzen, würde ich sagen. Ja, oder auch nicht. Hallo? Jetzt musste ich niesen. Ach so, Gesundheit. Gesundheit. Klang das auch wie ein kleiner. Deswegen auch die Pause. Ein kleiner blauer Elefant. Ah, nee, das klingt eher, als ob gleich hier, was weiß ich. Kennst du, Stormchasers? Das klang eher als ob hier gleich irgendwo ein Tornado rumfliegt. Ich kann auch nicht garantieren, dass ich gleich nochmal stumm schalten muss. So, jetzt hallo nochmal. Was wolltest du gerade? Ich habe es echt nicht gehört, weil ich musste so. Ja, ich habe nur die Story ja zusammengefasst. Da war ja nicht viel Story, sag ich mal, sondern es hat sich ja alles mehr oder weniger zwischen den Personen abgespielt. Und hier steht noch nicht mal bei IMDb, stehen nur die Namen der Schauspieler, stehen noch nicht mal die Rollennamen. Ich glaube, die bringe ich auch nicht mehr so richtig zusammen. Ist auch egal, glaube ich.
Ja, ich denke mal. Hatten die denn überhaupt Namen? Ja, die hatten Namen. Die haben sich auch angeredet. Und es war dadurch, dass die halt so die skandinavischen, finnischen Namen haben, es war ein bisschen schwierig, die irgendwie zu merken. Da fand ich. Ja. Und dann waren so Dialoge, weißt du, einer schüttet sein Herz aus und der andere sagt nur, ja. Das war dann auch so ein Running Gag bei uns dann auf dem Heimweg. Schon während des Filmes eigentlich schon. Und auch jedes Mal, wenn der irgendwie so, also nicht nur Herz ausgeschüttet, sondern irgendwas, was weiß ich, so, ja, stell dir mal vor, ich sag jetzt irgendwie was hier, Darth Vader ist der Vater von Luke Skywalker. Und das war arg skurril, also. Aber das war cool. Ei, aber letzten Endes klingt es vielleicht ein bisschen, wie soll man es beschreiben? Es ist natürlich eine sehr dünne Angelegenheit. Ne? Das ist wahrscheinlich auch während der Corona-Pandemie gedreht worden. Man hat halt wirklich versucht, nicht so viel zu involvieren. Nur wenige Drehorte. Also es gibt, glaube ich, nur 2-3 Drehorte. Einmal draußen, wo der Typ joggt. Einmal in der Wohnung von dem Typ. Und dann letzten Endes, Tankstelle gab es noch und die Bar. Also 4. Aber letzten Endes, ist das schon sehr dünn, was hier an Produktionsaufwand hier am Start gebracht wird. Und die Storys, die waren eigentlich schon so ein bisschen interessant. Das war, da gab es doch diese mal mit der Lehrerin da, die Geschichte, wo das sich auch so zuspitzt, wo die alle bei so einem Klassen, hier Elternabend sind und so. So ähnlich hätte es... Frau Müller muss weg, danke. Ja. Frau Müller muss weg. So ähnlich hätte es hier auch werden können, wenn die Personen ein bisschen überlappende Geschichten gehabt hätten. Also wenn, sag ich mal, der eine irgendwie rausfindet, er hat irgendwie Interferenz in den anderen seine Geschichten und dem sein Schicksal, war aber hier nicht so, sondern eigentlich hat jeder in verschiedenen Akten seine Geschichte erzählt und die hat sich halt nach und nach dann so entfaltet, die Geschichte. Die war noch jeweils schon ein bisschen interessant, aber ja, ich weiß nicht, ob man das im Kino jetzt gesehen haben muss. So Kino. Und vor allem, es war dann wirklich ein sehr schwacher Part dabei, so ziemlich einer der letzten Parts, wo dann die Frau von dem einen dazukommt. Das fand ich absolut schwach inszeniert und schlecht geschrieben. Das hat so abgekackt, der Part, fand ich. Der hat es für mich irgendwie runtergezogen, weil das auch gerade so gegen Ende war. War das dann auch der Eindruck, der bei mir geblieben ist. War eigentlich schade. Ja, das war halt dieses wie kriegen wir jetzt für den noch ein Happy End hin? Mehr oder weniger. Aber, ja. Ich habe jetzt die Namen übrigens. Ah ja, Jussi. Heiki, Risto und Johanni. Genannt Jussi, genau. Okay. Ja. Ja, das muss man sich nicht merken, das stimmt schon. Ich denke mal, da war vielleicht auch einiges lost in translation. Vielleicht hätte man den auf Finnisch mit englischen Untertiteln gucken müssen oder so. Das muss ich auch noch sagen. Also das war tatsächlich so ein Stück weit fand ich die Synchro ein bisschen schlecht, muss ich ehrlich sagen. Ja. Ich meine, das kann man schon gucken. Ich fand aber die, jetzt muss ich doch mal gucken, ob das wirklich Akikaus Meki war, der Night on Earth gemacht hat. Nicht, dass ich hier totalen Bullshit erzähle wie sonst. Jim Jarmusch war das nämlich. Ich hatte nämlich das Gefühl, ja. Also Jim Jarmusch, Night on Earth zum Beispiel, da geht es um Taxifahrer. Der fährt die ganze Zeit Taxi und hat Gäste, die auch ihr Herz ausschütten. Zum Beispiel Winona Ryder steigt da ein. Armin Müller-Stahl ist da, glaube ich, der Fahrer von dem Taxi zum Beispiel. Und so. Und Rosie Perez. Und das fand ich schon wesentlich besser inszeniert. Oder es gab dann auch, wie ist der? Blue in the Face oder so. Mit Harvey Keitel. Da arbeitet der in so einem Tabakwarenladen in New York und da kommen Gäste zu ihm rein und der unterhält sich mit denen, unter anderem Michael J. Fox kommt da rein, Roseanne Barr und so weiter, Lily Tomlin.
Das fand ich auch wesentlich besser von den ganzen, ja, wie die Storys erzählt sind, weil gerade bei solchen Kammerspielen kommt es ja unheimlich aufs Drehbuch an. Dass du immer mal wieder kleine Enthüllungen bringst und wie es halt inszeniert ist, wie es aufeinander aufbaut, irgendwelche Sachen. Und das fand ich, da war hier ein bisschen zu wenig Sorgfalt im Drehbuch. Ja, ne? Deswegen geben wir mal Punkte, von mir trotzdem 6 Punkte. Weil, so viel. Na, ich habe mich während des Films eigentlich nicht geärgert. Und ich sag mal so, wenn ich mich ärgere, dann fällt es unter 5. Und ich fand den eigentlich soweit ganz okay. Ich habe mich bloß, den letzten Part mochte ich nicht ganz so. Und wir haben schon ein paar Mal richtig gelacht im Kino. Also waren ja so viel absurde, der Film hat ja so viel absurden Humor drin gehabt. Und das mag ich eigentlich, wenn das so ein bisschen abgefahren ist, dann. Ja. Ich kann dazu nur sagen, mir fehlen, glaube ich, 5 bis 10 Minuten des Films. Bist du eingeschlafen? Ich glaube, ich bin einmal wirklich eingepennt. Naja gut, Montag ist auch mal hart für Lehrer. Ist, je nachdem, scheiß auf die Berufsgruppe, das ist für alle hart oder nicht hart. Also ich kann nur sagen, ja, er war ganz nett, tut keinem weh. Ich hätte ihn nicht sehen müssen, 4 von 10. Sagen wir so, finde Sneak mehr als okay, oder? Also was hatten wir da nicht schon gehabt? Da sind ja Leute an uns vorbeigelaufen, war immer noch besser als Titan. Also das war genau mein Gedanke. Ja gut, das ist nachhaltig verstört, glaube ich, dieser Titan-Film. Aber mein Gott, auch das haben wir überstanden. Da kommt ja jetzt irgendwie demnächst auf Disc raus irgendwas und da machen die gerade wieder Riesenbohai und die ganzen, ja, mit ihren Rollkragen und ihren Pfeifen und ihrem Tweetsacko, die sagen dann, wie toll der Film ist. Der Rollkragen-Buhai. Nee, die ganzen Filmkritiker mit ihren Rollkragen und ihren Tweetsackos, weiß ich, sagen, ja, mit der Pfeife im Mund, oh, so ein toller Film, kann man so viel reindeuten, so Mensch und Maschine, Deus Ex Machina und so, weißt du. Anton Ego. Der fällt mir da immer ein. Anton Ego. Wer kennt ihn? Was, Anton Ego? Anton Ego. Anton Ego. Anton Ego. Nicht Anton Ego. Nee, ich versuche gerade irgendwas draus zu machen. Ich dachte sowas wie Plumento-Pferde hier bei dir oder so. Aber ist es nicht. Nein, es ist Anton Ego. Ich schicke ihn euch mal. Wenn ihr ihn seht, dann wisst ihr, wen ich meine. Okay. Oder ich sag's euch einfach, das ist der Restaurantkritiker aus Ratatouille. Ach, okay. Ah. Immer wenn du von diesen Rollkragen-Dullis sprichst, kommt mir der in den Sinn. Oh, ich habe sie Dullis genannt, das tut mir schöner leid. Film übrigens. Ratatouille. Ja, Ratatouille, Megafilm. In unserer Gloria-Sneak-Gruppe. Ne? Damals. Hatten wir das Sneak, ja, kann ich sein. Sneak gesehen. Gloria-Sneak-Gruppe hier wandelt uns unser finnischer One Night in Helsinki wandelt zwischen 2 und 7 Punkten. Oh ja. Wobei, wenn man da sich den Boxplot anschaut, dann ist es doch eher im unteren Bereich einzufädeln. Hat auch keiner einen Kommentar. Ich denke, wir liegen mit unseren Wertungen ganz gut hier. Ja, letzten Endes soll es ja nur eine Anregung geben, selber mal sich den Film mal anzuschauen. Und vielleicht sagt man dann, ja, mir gefällt es in die Richtung oder in die Richtung. Wie letzte Woche, da hatten wir auch einen Kommentar, da kommen wir später noch dazu. Ging es ja auch um so einen Film. Und wie sieht denn eigentlich, wenn wir einmal die Sneak, die Gloria Sneak Gruppe aufhaben, wie sieht es denn da aus? Was kommt morgen? Was steht da drin als Tipp? Es gab ja eine Änderung und dementsprechend ist der Tipp von letzter Woche der gleiche wie für diese Woche, weil euer Helsinki-Film wurde ja reingeschoben. somit ist immer noch der Tipp, du bist weit gekommen, Baby, und somit auch immer noch die Antworten, das Mädchen mit den goldenen Händen und Operation Fortune. Und Avatar 2, nicht zu vergessen. Ja, den habe ich jetzt mal weggelassen. Ja, klar. Na, das schauen wir doch mal, was uns da morgen erwartet. Ich muss eh mal mein Auto aufladen, je länger das lädt, desto besser, das ist sehr gut. Und jetzt, ich habe noch einen weiteren Kinofilm tatsächlich, also der läuft ja im Kino, den hatten wir letzte Woche bei den Filmstarts ja mit genannt und weil die Filmfirma zufällig so kurz nachdem wir aufgenommen hatten, habe ich die E-Mail gesehen, dass wir da einen Screener bekommen können. Dachte ich, ach ja, dann
nehme ich den mal und gucke das mal hier zu Hause an. Und ich habe mir den Film angeschaut, Effigy, das Gift und die Stadt. Effigy. F-to-the-I-E-G. Und ist von Udo Flohr, ist quasi das Erstlingswerk von Udo Flohr. Der hat eine gute Filmausbildung gemacht und hat jetzt so sein erstes großes Filmprojekt hier bekommen in Deutschland. Und der ist schon 2019 gedreht und ist aber erst jetzt, kommt er ins Kino, natürlich wegen Corona verschoben und so weiter. Und es handelt sich um einen in Deutschland wohl sehr, sehr bekannten Kriminalfall, den ich aber persönlich nicht kannte. Und zwar eine der letzten Hinrichtungen in Bremen. Die Stadt, nee, nicht eine der letzten, sondern die letzte Hinrichtung in Bremen, die stattfand im Jahr 1800. Und es geht um eine Mörderin, ja, um die besagte, wie heißt sie, irgendwie Gesch, oh, wo habe ich jetzt meinen? Gal Gadot. Nee, nicht Gal Gadot. Lass mich mal ganz kurz hier mein, ich habe die Giga Seite. Messi. Ich habe die Seite nicht mehr offen. Wie heißt sie denn? Du bist überhaupt nicht vorbereitet, Erik. Was ist? Gesche. Gesche hieß die nämlich. Gesche Gottfried. Ist auch ein seltsamer Name. Gesche Gottfried. Und in der Film macht noch so eine Parallelgeschichte auf über Caro Böhmer, gespielt von Elisa Thiemann. Die ist so Gerichtsschreiberin und also Protokollantin. Und sie kommt aus dem Umland nach Bremen, um dort quasi den eigentlichen Protokollanten an der Bremer Gerichtsmedizin zu ersetzen, an dem Bremer Gericht. Und dort ist sie eigentlich als Frau überhaupt nicht so geduldet. Das, was man so im Trailer gesehen hat, was wir auch schon gelesen hatten, was mich eigentlich so ein bisschen interessiert hat, wie machen die das, wie stellen die das dar zur damaligen Zeit? Du willst was sagen? Oder? Nee, nein. Ich dachte, du wolltest was sagen, du hast so Luft geholt hier. Und ja, wenn ich nicht Luft hole, dann sterbe ich irgendwann. Das wäre nicht so geil. Letzten Endes ist es ja dann so, wie man sich schon fast denken kann, dass natürlich die Protokollantin doch ein paar Hinweise entdeckt, die anderen übersehen haben, diese patriarchischen Typen, die sagen, hier eine Frau gehört nicht hierher, die übersehen aber viele Dinge. Es gibt dann nämlich eine Serie von Leuten, die sterben an irgendwelchen Magenthemen hier, die haben irgendwelche, die müssen sich erbrechen und magern total ab und sterben dann daran. Und auch bei dieser sogenannten, bei dieser Gesche Gottfried ist es wohl so, dass in der Familie da einige dahingerafft werden und sie ist dann mehr oder weniger alleine da. Und auch in dem, nach ein paar Jahren später, gibt es dann nochmal so eine Mordserie, auch in ihrem Umfeld. Und die Gerichtsprotokollantin kommt dann darauf, dass es wohl doch mit ihr zusammenhängen könnte. Und die Frau, diese Gesche Gottfried, ist eine sehr hilfsbereite Frau, die ist sehr angesehen in Bremen, irgendwie kennt die fast jeder, der Bürgermeister kennt sie und alle, und sie hat auch eine sehr charmante Art und man weiß nicht, was da noch alles dahinter steckt, ob da irgendwelche Liebschaften in die höchsten Kreise dahinter stecken oder sowas. Und das wird dann so nach und nach so aufgedeckt, sie wird dann auch gefangen genommen und auch verhört, und auch während dieser Verhöre wird dann versucht, überhaupt dahinter zu blicken. Und wenn man sich den wahren Fall anschaut, also man ist da wohl bis heute noch nicht dahinter gestiegen, warum sie das überhaupt alles gemacht hat, diese Menschen alle vergiftet hat. Und was sich jetzt ganz interessant anhört, ist doch sehr tröge inszeniert. Und ich habe mich da teilweise... Entschuldigung. Ja, also es hätte... Du hast es gerade so schön erzählt und da kommt ja sowas. Ja. Deswegen wollte ich da mal ein bisschen die Erwartungen bremsen. Es ist wirklich wie so ein ZDF-Nachmittagsfilm. Es ist teilweise sehr theatralisch gespielt von den Personen. Es ist jetzt nicht so, ich meine, wir kennen ja nur wirklich viele Krimis und man hat ja auch sehr viele Vorbilder aus den amerikanischen, wo es darum geht, um Ermittlungsarbeit und sonst was. Auch in solchen früheren Zeiten, ja, da gibt es ja auch sehr viele Fälle, wenn dann Dinge aufgedeckt werden und wie man das inszenieren kann. Und insbesondere dann, wenn zum Beispiel ein Massenmörder oder eine Massenmörderin irgendwie verhaftet wurde, wie werden die Verhöre aufgebaut, wie kommt man dahinter, welche Fragen stellt man und so. Das kann ja alles total spannend sein, gerade in die Psyche reinzublicken von so einer Person. Und da werden so viele Chancen einfach ausgelassen hier in dem Film.
Und auch dieses ganze Thema, dass sie eben als Frau da hinkommt, das wird am Anfang mal so kurz thematisiert, das, was auch im Trailer gezeigt wird, wo man sich drauf freut, so, ja, wie schafft sie es da jetzt, sich durchzusetzen, ja, wie ermittelt sie dann, wie findet sie Sachen raus, die andere nicht rausfinden, das wird eigentlich eher so nur am Rande gezeigt und letzten Endes ist es dann eher so ein bisschen dieser ganze Klüngel, der da in Bremen die herrschende Klasse damals war. Es gibt dann auch so Bestrebungen, wird am Anfang gezeigt, entweder Eisenbahn oder ein neuer Hafen soll gebaut werden. Und der Bürgermeister, der ist eher so auf dem Thema Eisenbahn, weil das natürlich dann die Zukunft ist. Er hat das in England gesehen und das sind so alles so Nebenkriegsschauplätze, die da aufgemacht werden, die auch so ein bisschen natürlich das Zeitkolorit reinbringen, aber die eigentliche Spannung von dem Fall, der da passiert ist mit den vielen Morden und wie ermittelt man dann, wie werden Leichen gefunden, das wird alles so ein bisschen ausgelassen und es ist halt einfach irgendwie da und so war das jetzt und ja, so ein relativ spannungsarmes Ding und der Trailer hat mich eigentlich interessiert gehabt und ich hatte gedacht, ja, vielleicht in einem Kino kommt, hier in der Sneak oder so, hätte ich mich gefreut, aber ja, nee, also ist gut gedreht, gut gespielt, aber da fehlt es wirklich so an einem spannenden Drehbuch und vielleicht auch an der Erfahrung von der Inszenierung her, von dem Udo Flohr, der das gedreht hat. Vielleicht hätte er sich nicht gleich so ein ganz krasses Thema vornehmen sollen, wo er sehr viele Beschränkungen hat, denn er kann ja jetzt nicht zu viel dazu erfinden. Wenn er jetzt Sachen erfindet, dann sagen die Leute, die den Fall kennen, sagen, das ist ja Quatsch, das kann ja gar nicht stimmen. Sondern vielleicht hätte er sich irgendwie erstmal einen fiktiven Fall vornehmen sollen und den erstmal abdrehen und da vielleicht irgendwie erstmal ein bisschen üben, bevor er sowas nimmt. Aber ja, 85 Minuten. Ich habe eine Frage. Schieß los. Ja, eine Frage. Haben die Bremer Stadtmusikanten einen Gastauftritt? Natürlich nicht. haben die den Soundtrack beigesteuert? Nein. Und das Stadion gab es auch noch nicht, bevor du weiter fragst. Das ist auch noch nicht Thema gewesen. Stadion interessiert mich nicht. Ja, also nee, dann bin ich schon raus. FEG, Poison in the City heißt der im Englischen. FEG, das Gift der Stadt. Hier steht das Gift. Ach nee, die wahre Geschichte heißt das Gift der Stadt, das Buch. Und das Gift und die Stadt heißt der Film, so rum. Ja, also ein bisschen was gelernt habe ich dadurch. Also es gibt wohl offensichtlich einen Stein in Bremen, da wo der Kopf der Geköpften damals liegen geblieben ist nach der Hinrichtung. Aber kleiner Spoiler, von dem Ganzen sieht man auch nichts. Also man sieht nicht die Hinrichtung, man sieht nicht die Gerichtsorte. Alles, was irgendwie ein bisschen interessant gewesen wäre, wird hier nicht gezeigt. Deswegen von mir leider nur, jetzt muss ich kurz spicken, 5,5 von 10 Punkten. FEG. So viel. Gift und die Stadt. Ja. Es war ganz okay und bei Erstlingswerken drücke ich doch mal noch ein Auge zu. Aber ich werde den Udo Flohr im Auge behalten. Liefer ab das nächste Mal, sonst. Und jetzt gucken wir mal, was wir im Heimkino gesehen haben. Heimkino. Wir haben den Golden Globe-Gewinner. Also Andrew Garfield hat die beste Rolle gewonnen. Golden Globe. Für Tick, Tick, Boom. Möchte das von euch jemand vorstellen? Gerne. Dann schieß los. Dann los geht's. Auf geht's, los geht's. Tick, Tick, Boom. Tick, Tick, Boom erzählt die Geschichte von Jonathan Larson und ist quasi ein Biopic als Musicalfilm. Denn Tick, Tick, Boom ist eins der bekanntesten nach Rent von Jonathan Larson als Theater-Musical-Stück. Ja? Und wurde jetzt quasi als Film produziert. In der Hauptrolle Andrew Garfield. Seine Freundin Susan wird gespielt von Alexandra Shipp. Und sein bester Freund Michael wird gespielt von Robin DeJesus. Und dann haben wir noch ein paar andere Gastauftritte, wie zum Beispiel von Vanessa Hudgens und Joshua Henry und noch einigen Namen, die man kennt, beziehungsweise eher Gesichtern, die man kennt, aber die Namen dazu nicht. Also es waren sehr, sehr viele kleine Gastauftritte dabei von Gesichtern und Menschen, die man schon oft im Fernsehen gesehen hat, wo ich mir den Namen nicht zuordnen konnte. Was mir aber sehr gefallen hat.
Genau, Tick-Tick-Boom erzählt quasi die Geschichte, wie er sein erstes Musical eigentlich an den Broadway bringen will und erzählt so quasi die ungefähr die Woche vor der Erstaufführung seines Musicals Suburbia. Und hat, also es schwenkt immer zwischen der Zeit vor der Voraufführung und der nach der Aufführung, beziehungsweise schon in seinem nächsten Musical von Tick, Tick, Boom. Denn Tick, Tick, Boom ist die Geschichte dieser Erstaufführung von Suburbia. Das ist ein bisschen kompliziert, aber es ist extrem gut gemacht, denn die Szenen, die wir vor der Erstaufführung sehen, sind meistens normale Schauspielszenen, also mit Dialogen etc., wo aber auch musikalische Elemente drin sind und man sieht dann quasi, wie er auf die einzelnen Musikstücke gekommen ist, die dann im Switch auf die Bühne von Tick, Tick, Boom wieder rüberschwenken, wo er das dann quasi musikalisch darstellt. Und das ist eine Waage, die ich unglaublich gut finde. Am Anfang habe ich Es fängt direkt an mit Songs und da habe ich erst gedacht, geht das jetzt die ganze Zeit so weiter? Das könnte nervig sein, aber es ist es nicht. Ich war kurz versucht zu sagen, nee, ich gucke glaube eher auf mein Handy, habe es dann aber gelassen, weil der Film einen direkt mitreißt und das liegt ganz allein meiner Meinung nach an Andrew Garfield, der diesen Film trägt. Der ist hat eine schauspielerische Leistung, das ist irrsinnig gut, ja. Die Geschichte von Tick, Tick, Boom ist quasi, warum das auch Tick, Tick, Boom ist, das heißt, kurz vor der Voraufführung hat er das Gefühl, dass er ständig so ein Ticken hört, dass ihm die Zeit abläuft, denn er wird 30 und alle anderen großen Musical- und Theaterdarsteller und Produzenten, die haben alle vor ihrem 30. die Großen, haben alle vor ihrem 30. Geburtstag schon was geschafft und ein großes Musical erschaffen und er will das auch und deswegen tickt in seinem Kopf quasi eine Uhr bis zu dem Tag, an dem dann die Aufführung stattfindet und wie das ausgeht und generell wie sein Leben ausgeht, das erzähle ich nicht, kann man aber recherchieren, weil wie gesagt, das ist ja quasi eine Art Biopic als Musical. Ich bin so geflasht von diesem Film gewesen. Ich habe mir direkt auf Spotify erstmal das Original Tick, Tick, Boom, die Playlist runtergeladen und auch, also beziehungsweise geliked und natürlich die vom Film, denn man muss dazu sagen, Andrew Garfield singt das alles selber und das ist halt richtig, richtig gut. Also ich wusste nicht, dass er singen kann und er kann es wirklich. Ich weiß gar nicht, was ich noch sagen soll. Ja, war doch schön. Habt ihr noch was ich hinzufügen muss, was man noch erwähnen muss über diesen Film, außer dass er unfassbar gut ist? Also ja. Ich war sehr, sehr überrascht, als ich ihn gesehen habe, war ich sehr, sehr überrascht, dass die Empfehlung vom Erik kam. Ja, ja, das war ja ein bisschen heikel. Vielleicht müssen wir mal einen kleinen Einblick in unser WhatsApp, weil ich habe den Film, ich gucke ja gerne die Sachen, die so für Preise nominiert sind und deswegen hatte ich den noch auf meiner Liste. Ich dachte, ja, wird wahrscheinlich schwierig für mich und so. Und mir hat da echt gefallen und dann schreibe ich hier bei uns rein, check mal den Film, für den Andrew Garfield den Golden Globe gewonnen hat. Tick, Tick, Boom gibt's auf Netflix und ich glaube, der könnte euch gefallen. Da war so mein Gedanke, ja, ihr mögt ja Musical und so und da habt ihr auch keine Berührungsängste und so wie ich jetzt. Und Andrew Garfield, ich glaube, da die Kate mag den auch und so. Da habe ich gedacht, ja, wird schon passen. Dann kommt eine Antwort, hast du ihn gesehen? Wir schauen gerade rein und fragen uns das. Und ich so, oh Gott, die finden den Scheiße. Ich dachte, oh Gott, die finden den Scheiße. Nein. Aber ihr habt wahrscheinlich gemeint, ja, wie kommst du damit klar? Und vielleicht kann ich darauf antworten. Also es ist ja sehr selten, dass ich so Filme, in denen viel gesungen wird, eigentlich total mag. Das war ja bei La La Land, so. Genau, ja. Und dann hört es auch schon auf. Also ich habe ja auch zum Beispiel Les Miserables. Ende der Liste. Les Miserables. Ich meine, ich kenne das Buch und so, Victor Hugo und alles. Ich wollte den mögen, den Film. Ich fand den scheiße. Sorry, Les Miserables, den Film. Damit kann ich nichts anfangen. Ich kann nicht damit anfangen, wenn so Leute so völlig aus dem Zusammenhang irgendwie singen, nur um zu singen. Und ich finde das... Ich glaube, bei mir ist der Knackpunkt, wenn der Gesang wirklich was mit der Story richtig zu tun hat und wenn der auch ein bisschen deep ist und düster.
Und ich meine, La La Land ist ja, wird ja am Anfang gesagt, das ist keine Liebesgeschichte, ist ja fast wie 500 Days of Summer so ähnlich, ne? Und hier war es halt auch so, es ist halt wirklich, ist nicht so, dass der einfach singt, oh, die Sonne scheint so schön, die Blümchen blühen, so wie bei Encanto oder so, sondern hier ist halt wirklich, er singt, was, ja, was ihn gerade bewegt und wahrscheinlich ist bei mir auch der Punkt. Verarbeitet es ja in seiner Arbeit. Wahrscheinlich ist bei mir auch der Punkt, ich mag das wahrscheinlich mehr, wenn es auch, wenn Leute singen, die eigentlich nicht die typischen Sänger sind, weil die haben nicht so diese typische Ansinghaltung und dieses überproduzierte. War ja eigentlich bei Les Miserables auch, der ist ja kein Sänger gewesen, aber ja, aber hier hat es mich halt wieder gecatcht, ne, weil das auch so eingebunden war in diesen Stand-Up-Part und so und wie er dann selber sich ein bisschen lustig und Augenzwinkern, wo er dann auch so in diese düsteren Abgründe abgetaucht ist, die ja die Story bietet und das fand ich so überragend gut, ey. Wahnsinn. Ja, schon sehr gut gemacht, ja, also die Leistung von Andrew Garfield wirkt einfach super authentisch, also nicht drüber, nicht dingsen, also nicht irgendwie, dass er sagt, hey, ah, er overacted jetzt oder er steigert sich da besonders rein, sondern es wirkte, also ich habe ihm das komplett abgekauft, sagen wir so, ich habe ihm diese Rolle komplett abgekauft und Andrew Garfield ist ja auch so ein Typ Schauspieler, der sich ja wahnsinnig mit den Rollen immer auseinandersetzt und da auch dann wirklich reinlebt und das konnte er hier, glaube ich, richtig gut machen. Der Co-Cast um ihn herum mit Alexandra Shipp, Robin de Jesus und natürlich Vanessa Hutchins, für die ich absolut einen kleinen Crush habe. Einfach super, die haben das super mitgetragen, das hat super gepasst, das war absolut stimmig, das Ganze drumherum war stimmig, die Art und Weise, wie sie dieses Musical-hafte aufgebaut haben, dann immer auch wieder, wie Szenen entstanden sind, zum Beispiel die eine Szene im Diner, wo dann die Wand runterklappt und daraus dann so die gut. Bühne wird und so, das fand ich so toll einfach auch gemacht, weil die Effekte waren auch nicht irgendwie drüber, sondern waren auch wieder stimmig. Und das Ganze natürlich abgerundet durch diese Songs, die eigentlich durchgängig mit ins Ohr gehen, die man absolut mitwippen kann, wo man mitmachen kann und alles, was natürlich den Erfolg auch ausmacht von dem Musical, klar. Ich denke, dass das Jonathan Larsson im Schwedischen war es wahrscheinlich Larsson. Oder dann war es wahrscheinlich 2S, ja. Larsson. Ist jetzt, glaube ich, in Deutschland nicht so ganz bekannt. Also mir hat es kanntet zum Beispiel nicht so vorher, gesagt. Das wollte ich euch nee, noch fragen. Ja. Oder diese Musicals, die nee. Er gemacht hat, kanntet nee, ihr die? Nee, ich kannte den Namen, also ich wusste, dass Rent sehr, sehr bekannt ist, aber ich habe das nie gesehen. Sowas kriegen wir hier in Deutschland nicht. Und Rent lief ja, glaube ich, auch nur Off-Broadway. Und das kommt ja nie hier an. Also und Rent war ja sein bekanntestes und größtes Musical, also erfolgreichstes Musical, was er gemacht hat. Ja, Chris, weil du angesprochen hattest hier mit diesen Effekten und so, ich fand auch sehr gut, wie zum Beispiel die filmischen Effekte, da wurden so VHS-mäßig so Filter eingesetzt und dass das so aussah wie gedreht und dann auch war mal so ein Rap-Part drin, der sah aus wie früher bei den MTV-Videos. Ja, das, mega. Das mega. Fand ich saugeil, so also gerade, dass auch so Rap mit drin ist, so verschiedene Musikstile und nicht einfach nur so ein Singsang wie bei Encanto oder so die ganze Zeit, sondern... Deswegen, also mich hat es da voll erwischt hier. Deswegen, ich habe dann auch direkt danach, habe ich euch das geschrieben, dann kommt er zurück hier, wie so, hast du den gesehen? Oh Gott, die finden den scheiße. Ja, wir waren einfach komplett erstaunt, dass von dir diese Serie, diese Filmempfehlung kommt, weil du ja sowas eigentlich vermeidest zu schauen. Ja, nee, Unterschied ist, Golden Globe und Oscar, da gucke ich auch Sachen, wo ich mich normalerweise nicht rantraue. Aber es ist ja häufig so, es gibt ja auch Personen, die sagen, oh, ich gucke keine Actionfilme, ich gucke keine Horrorfilme, keine Ahnung. Und wenn dann doch mal jemand was guckt, dann irgendwann erwischt man mal was, was einem wirklich gefällt. Und das war halt bei mir vor ein paar Jahren bei La La Land so und jetzt hier bei Tick, Tick, Boom. Ja, ist halt manchmal so. Ist nicht so mein Lieblingsgenre, aber... Ja, ich kann gar nicht beschreiben, warum mir dieser Film so unglaublich gefällt. Authentizität ist es, glaube ich, wenn ich es mal auf einen... Ich glaube auch. Und der Film ist einfach so unfassbar gut choreografiert.
die Chemie stimmt und wenn man sich dann halt auch noch anschaut, wie gut es gecastet ist. Also am Ende des Films werden ja Bilder von dem echten Jonathan eingeblendet und mal abgesehen von den Ohren ist das halt auch wirklich stimmig, ja. Und diese Leidenschaft, die er da hat, und diesen inneren Druck, den er da darstellt, das ist so schön. Ich kann das gar nicht begreifen, aber der ist halt Künstler durch und durch und hat diese Leidenschaft und diese Vision von seinem Musical. Und ja, das ist so echt. Es wirkt so pur, so. Ach, ich kann es gar nicht in Worte fassen. Einfach gut, einfach Ja. großartig. Ich fand diesen Film wirklich großartig. Und wenn man jetzt noch bedenkt, dass der Regisseur des Ganzen, Lin-Manuel Miranda, Ja. das Erstlingswerk ist, das ist der Hammer. Das ist der absolute Irrsinn, ja. Also so, ich fand ihn auch so gut gedreht. Er hat zwar schon in einigen Sachen mitgespielt, zum Beispiel bei Mary Poppins und so, sogar bei Star Wars, der Aufstieg Skywalkers, hat er einen Soldier mitgespielt, uncredited, aber und hat ein paar Musikvideos gemacht und so, aber so der erste Langfilm, boah, das ist der Hammer. Also, huiuiui, also alle Achtung. Bei den Golden Globes hat er ja nicht den besten Film gewonnen in dem Bereich Musical/Komödie, sondern hat West Side Story von Steven Spielberg gewonnen. Also da traue ich mich jetzt doch nicht ganz ran. Also vielleicht könnt ihr den mal checken. Das ist mir dann Ach, ich doch weiß zu nicht, viel West Side Musical, Story. glaube ich. Ach. Nee, West Side Story fand ich schon das Original nicht gut. Also West Side Story mag ich gar nicht. Also weder in Neuauflage noch das Original noch das Musical an sich. Also das ist, nee, West Side Ich Story ist gar glaube nicht meins. aber, also wir haben ja also Tick, Tick, Boom haben wir jetzt geschaut. Don't Look Up hat man schon geschaut, der nominiert war für beste Komödie im Musical. Fehlen noch Kannst du drei. auch zu singen? Fehlen dann noch drei, nämlich West Side Story, dann Nein. Cyrano, ich glaube, den werde ich mal schauen. Und dieser Licorice Pizza von Paul Thomas Anderson, der ein paar Ah. Mal für das Sneak getippt war. Ich glaube, die zwei werde ich auf jeden Fall noch gucken, aber West Side Story, obwohl Steven Spielberg, ich weiß nicht. Na, mal schauen. Wann kommen eigentlich die Oscar-Nominierungen? Jetzt dann Oscar-Nominierungen? bald, oder? Ich denke auch, weil eigentlich wäre jetzt schon Oscar-Zeit gewesen. Die Oscar-Verleihung ist am 27. März jetzt. Ja. Wer ruft denn hier an? Was ist jetzt los? Entschuldigung, Entschuldigung, ich habe mich vertickt. Am 8. Hier steht, am 8. Februar werden die Nominierungen bekannt gegeben. Okay, also ist noch ein Ja, also sehr Stückchen bald. hin. Ich tippe nämlich mal, also wenn ich jetzt mal ein Wild Guess, ich tippe mal, Tick, Tick, Boom wird auf jeden Fall nominiert für den besten Film, Bester weil Hauptdarsteller. der hat so dieses Typische, was bei der Oscar Academy gut greift. Der hat Ja. diese vom Tellerwäscher zum Millionär-Geschichte, der hat viel Drama drin, der hat guten Darsteller drin. Der hat das Thema neuer Regisseur. Und ja, ich Und denke, wahre Begebenheit. und sehr Das ist divers. es halt. Sehr divers, genau. Ja. Und ein Biopic. Also, der hat eigentlich alles für einen Ja. Oscar-Film. Und ich glaube, der wird auf jeden Fall nominiert. Deswegen wollte ich den auch noch gucken. Und habe Ja. ich jetzt Aber ich getan. glaube, dass Andrew Garfield auch als bester Hauptdarsteller Ja, der nominiert wird auch wird. als bester Hauptdarsteller nominiert, denke ich auch, ja, Ganz definitiv. sicher. Ja. Und wahrscheinlich auch Vielleicht auch bester Song oder so. sein Freund als bester Nebendarsteller, der im Film den Ja, Freund das kann spielt, auch sein. sein bester Ja. Schulfreund, weil der hat auch darstellerisch Top-Leistung, also der hat auch gesungen und alles. Absolut. Und ja, ich denke mal, den Ja. Film werden wir wiedersehen. Und liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wenn ihr da euch auch ein bisschen vorbereiten wollt auf die Oscars, guckt mal bei Tick, Tick, Boom rein. Ich glaube, da macht er nichts verkehrt, auch wenn jetzt die Absolut Nominierungen noch nicht nicht. draußen sind. Und von mir bekommt er nämlich sogar 8,5 von 10 Punkten, was bei mir sehr viel heißt bei so einem Film mit sehr viel Musik. Da der Film mich wirklich umgehauen hat, und wie gesagt, ich dann beim Gassigehen erstmal nochmal das Album gehört habe mit den Liedern, 9,5 Punkte. Chris? Ja, und ich runde Ja. das Ganze ab mit 9 von 10 Punkten. Also Top-Empfehlung. Und Ja, definitiv. genau, schreibt uns mal, wie ihr den so fandet. Tick, Tick, Boom. Er ist übrigens kostenlos verfügbar auf Hast du gerade Netflix. Sollte Titi man. Boom gesagt Nee, oder Tick, 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 Titi? Boom, habe ich gesagt. Und wie fandet ihr Der Titi ist Boom so? kostenlos verfügbar auf Netflix. Das Newporn.com. heißt, da gibt es keine Entschuldigung, den nicht zu schauen. Netflix anwerfen,
Tick-Tick eingeben und los geht's. Ich habe einen Film geschaut, nämlich Malignon. Und man muss gleich dazu sagen, James Wan, der den Film gemacht hat, der ja auch Saw und sowas gemacht hat, Final Destination, der hat gleich am Anfang, als es damals in die Produktion ging, schon erwähnt, es hat nichts mit der Graphic Novel Malignon Man zu tun, sondern er macht da was Eigenes. Und ich habe am Anfang bei dem Film gedacht, so, boah, naja, das geht wohl ein bisschen in den sonstigen Sachen von James Wan ein bisschen unter. Aber dann, das letzte Drittel hat mir so wahnsinnig gut gefallen und ich werde euch mal kurz erzählen, worum es geht. Es geht um eine junge Frau, die wird von Visionen geplagt, die sehr, sehr echt sind. Und in ihrem Umfeld passieren dann auch so ein paar Mordfälle und Unfälle und sowas. Und sie hat auch mit ihrem Freund, mit dem sie zusammenlebt, also der misshandelt sie auch und schleudert sie gegen Wände und sonst was und schlägt sie und alles. Und die Visionen, die werden dann bei ihr immer schlimmer. Und sie sieht dann auch so Sachen mit irgendwelchen Heimen, wo Leute drin leben und die da irgendwie getriezt werden und sonst was alles. Und sie kann sich das alles nicht erklären, wo kommt das jetzt alles her und die ganzen Morde in ihrem Umfeld. Es gibt dann auch Polizisten, die da ermitteln. Und das ist so ein Film, da darf man eigentlich wirklich gar nicht zu viel verraten, um was es dann eigentlich geht. Denn wie gesagt, worum es dann eigentlich geht in dem Film, es hat mich so umgehauen, das war so weit ab von dem, was ich sonst so, und das, ich gucke ja viele Filme, auch so Horrorfilme und so, da ist meistens so, der Film fängt an, ich sage, ach, okay, der war es und so war das, und aber hier war es völlig anders und das hat sich in eine Richtung entwickelt, die einerseits so absolut absurd und denkbar ist, wo man denkt, what the fuck, was ist das jetzt? Und das wird einfach mal richtig lange einfach so konsequent durchgezogen und richtig geil und gut durchgezogen, dass mir das einfach so gut gefallen hat, dass ich den Film hier einfach mal erwähnen möchte. Und ich möchte es nicht verraten. Ich möchte auch keine Andeutung machen, in welche Richtung es geht, weil ich wusste es auch nicht. Und das hat mich so aus den Socken gehauen, was dann da passiert ist in diesem Film. Und dieser gruselige Anfang, der nicht so gruselig ist wie sonst bei Horrorfilmen, wo dann irgendwelche Jumpscares sind oder irgendwas, sondern das ist einfach so eine bedrohliche Grundstimmung. Dann hat sie diese Träume, man weiß nicht, was ist da los und was war in ihrer Vergangenheit und was kann da sein, woher kommen die Träume, weil die sind immer sehr ähnlich. Und wenn das dann losgeht, der Film, denke ich, okay, wie abgefahren ist das denn? Und allein das, deswegen, ich sage jetzt nicht viel mehr, ich gebe einfach mal 7 Punkte, wer jetzt so Horror, Gruselfilme, abgefahrene Dinger, wer sieht James Wan-Sachen, kurz gesagt, wer so abgefahrene Dinger von James Wan mag, die so einen doppelten Boden haben, wo viel Komisches passiert, weirde Sachen, der oder die muss unbedingt da reingucken, ne? Von mir 7 Punkte. So, und jetzt wird uns der Chris mal Eternals vorstellen. Denn die Kate hat Tick-Tick-Boom gemacht. Ich habe zwei andere. Muss ich. Geht ja schnell. Eternals ist auf Disney Plus verfügbar. Ja, ich denke, das können wir relativ zackig machen. Also Eternals lief ja schon im Kino, ein Marvel-Film, der im Kino lief, dann jetzt schon auf Disney Plus läuft. Und ja, es ist, also er lief am 3. November ist er gestartet und er hat ein ziemliches starkes Line-Up, sagen wir es mal so, mit Salma Hayek, mit Angelina Jolie, mit Bill Skarsgård, mit Gemma Chan, mit Richard Madden und wie sie alle heißen und die Eternals. Kit Harington, ja natürlich, wie konnte ich John Schnee vergessen? Harry Styles. Ja, aber auch relativ am Ende, oder Patton Oswalt auch, der auch ganz am Ende erst kommt. Die Eternals sind eigentlich die Beschützer der Welt oder der Erde. Sie sind 10 menschenähnliche Wesen, die vom Planeten Olympia stammen und haben eben Superkräfte. Und sie sollen auf der Erde die
Deviants hießen sie, bekämpfen oder besiegen, um die Menschheit zu schützen. Also sie sind eigentlich die Beschützer der Erde. Aber nur vor den Deviants. Die Beschützer der Menschen, ja, vor diesen Monstern. Also die Deviants sind so komische, sehen ein bisschen aus, ja, wie irgendwelche so Saurier oder komische, so. Ja. Genau, so komische Saurier-Gedönswesen. Sie dürfen sich aber nicht in Konflikte und Kriege der Weltbevölkerung einmischen, weswegen sie auch nicht beim Kampf gegen Thanos dabei waren. Und man schon denkt so, ah ja. Ergibt Sinn, weil Thanos war ja auch ein Mensch, der gesagt hat, haha, ich schnipse und alles ist weg. Ergibt komplett Sinn. Und ja, es gibt halt, wie gesagt, die ganzen Eternals haben verschiedene Kräfte, die sich halt auch wieder zusammenfügen. Wie sie alle auf den einen neidisch waren, der fliegen konnte. Ne? Ja, ja, wobei, halt Alter. Relativ, es erinnert halt relativ vieles auch an gewisse Helden aus dem DC-Universum mit einem großen S, ja, auf der Brust. Übel. Ja, ja. Sagen wir es mal so, es ist ja, es ist nicht gerade, glaube ich, das durchdachteste Projekt von Marvel. Und das spiegelt sich leider auch in diesem Film wieder, der 157 Minuten dauert. Komplett epischer Film, der ungefähr 100 Minuten zu lang ist. Weil die Geschichte ist einfach, ja, eher, wie du vor dich hinstammelst, ist so super. Ich versuche, nette Worte zu finden dafür, ja, weil, also, ich sag's offen und ehrlich, ich konnte mit den Eternals überhaupt nichts anfangen. Also, ja, vor den Eternals in der Chronologie kam Shang-Chi, den fand ich überraschend gut. Der hat mir echt gefallen, der hat ein bisschen neuen Pep auch reingebracht. Danach kam jetzt Spider-Man No Way Home raus, über den brauchen wir, glaube ich, nicht reden. Es geht halt darum, dass es dass die Eternals wieder zusammenfinden, dass sie die Menschheit retten, aber die Eternals kämpfen dann mehr oder weniger wieder auch gegeneinander, weil da auch wieder welche sterben und ja, nur wenn sie ihre eigenen Kräfte wieder zusammenbündeln, dann können sie auch das schaffen. Quasi wie die Power Rangers. Also, um den Chris jetzt mal zu retten, weil das echt schlimm ist, das zusammenzufassen. Ja. Der Film ist einfach Banane. Also die Logik, dass sich die nicht eingemischt haben in so viele Dinge, dass das auch ein Streitthema unter den Eternals war, dass sie sich gerne in Dinge eingemischt haben, von denen sie aber eigentlich sich laut ihrem Schöpfer und großen Zampano an die Regeln halten müssen, ist total bescheuert. Also ich finde, die Eternals passen in keinster Weise aktuell in diese Welt der bestehenden Marvel-Geschichte. Was soll, also ich, komplett unnötig, meiner Meinung nach. Auch dieser Film komplett unnötig. Viel zu lang, viel zu viel Background-Story, viel zu viel Entstehungsgeschichte. Und bei, ich weiß nicht, 10 Eternals hast du halt von jedem irgendwie eine Entstehungsgeschichte zu erzählen und eine Background-Story zu kreieren. Und deswegen geht der Film halt auch einfach gefühlt 3 Stunden. Das ist einfach nur blöd. Und ich bin ein riesen Marvel-Fan. Ich liebe dieses Universum und ich hasse, ehrlich gesagt, diesen Eternals-Film. Der ist so... Ugh. Ich habe ein bisschen was Gutes dran gefunden. Vielleicht kann was? Ja, ja. Erzähl mal. Ja. Also. Erzähl mal, was ist gut? Also, was... Ich war ja sehr überrascht, dass Chloe Zhao, die ja für Nomadland einen Oscar gewonnen hat, der ja eigentlich, ich sag mal so, eher ein Home-Video ist, ja, von dem Aufwand her im Vergleich zu Eternals, ja. Weil Eternals ist ja ein Effektbombast, da ist ja wahnsinnig viel drin und ich fand hier die Szenen, wenn keine Spezialeffekte waren, wo die Personen mit anderen Personen agiert haben, die fand ich stark. Also die fand ich wirklich gut inszeniert. Die waren gut gedreht und haben auch Spaß gemacht, also wo die dann alle zusammensitzen zum Beispiel und essen und so und wo die da erzählen und so.
die Szenen, die mochte ich sehr. Ich mochte es dann nicht, wenn es zu viel Effektbombast wurde und diesen ganzen religiösen Überbau, nenne ich es jetzt mal, mit diesem Schöpfer, der irgendwie, weißt du, seine Schutzengel irgendwo hinschickt, der dann irgendwie ein bisschen aufpassen, aber auch nicht zu sehr aufpassen und so, weißt du. Oh, das war sehr, sehr, sehr anstrengend. Die Effekte fand ich aber wirklich auch wieder top-notch, die da drin waren. Also wirklich absolute Spitzenklasse. Die sahen richtig, richtig gut aus. Aber das hat es halt auch nicht gerettet. Der Film versinkt einfach irgendwo unterhalb des Mittelmaßes. Und da hätte so viel noch gut gehen können. Die Hauptdarstellung fand ich super. Die hat es sehr schön gespielt, die Cersei gespielt hat. Aber ja, auch das mit Kit Haring und so weiter. Aber das für mich, obwohl ich Selma Hayek sehr, sehr, sehr mag, Angelina Jolie mag ich nicht so sehr, aber beide hätten in diesem Film nicht mitspielen sollen, weil die ziehen zu viel Aufmerksamkeit auf sich. Ich hätte dann eher die Rollen ein bisschen unbekannteren gegeben, die dann vielleicht irgendwie dadurch noch, ja, weiß nicht, aber nee, diese ganze Party, wie die zusammengestellt war, das hat irgendwie alles hinten und vorne nicht so richtig funktioniert. Da wurde zwar versucht, in diesen ruhigeren Szenen, wenn die untereinander gesprochen haben, ein bisschen was rauszuholen, aber hat nicht so viel geklappt. Der eine Typ, der Fastos hieß der, glaube ich, der diese ganzen Maschinen immer gebaut hat, der war auch ganz cool gespielt. Und auch der andere, Icarus. Ich glaube, das war der Junge. Ja, Sprite war jetzt schon ziemlich nervig. Es war irgendwie eine komische Mischung, dieser ganze Film. Und wie du es gesagt hast, einfach viel zu lang. Ich fand es aber schön, wie das so dargestellt wurde in diesen einzelnen Menschheitsepochen. Dann damals im Zweistromland mit Euphrat und Tigris, wie die da schon die Menschen unter die Arme gegriffen haben und hier und da mal, das ist so einen großen Überblick über die Geschichte, aber letzten Endes steckt ja dann die eigentliche Geschichte dann irgendwo in einer Periode fest und das war's dann. Ja, aber sag mal, fandst du das nicht auch total Banane? Die sind da irgendwie in weiß ich nicht wie viel vor Christus, die bauen da gefühlt noch Pyramiden und versuchen denen da irgendwie Landwirtschaft beizubringen, aber laufen die ganze Zeit in ihren Hightech-Superkostümen rum. Wo ich mir denke, aber das bringt die Menschheit nicht durcheinander? Weil der eine, der Typ, der da die Sachen gebaut hat, da gab es eine Szene, da hat er gemeint, ja, ich habe hier was gebaut, zeigen wir denen jetzt. Das war quasi wie ein Motor, der erste Motor. Und für die Feldarbeiten. Nee, das muss viel einfacher sein, es muss viel simpler sein. Und dann hat er quasi den Schneepflug, den Flug gebaut fürs Feld. Mhm. Oder entworfen. Und denke ich mir so, ja, genau. Ein Motor ist zu krass, wir nehmen deswegen einen Pflug, aber dass Angelina Jolie in ihrem goldenen, eng anliegenden Suit mit Cape und weiß ich nicht wie viel Kräften da unter den Bewohnern sitzt und isst und so, das ist normal, das ist in Ordnung. Warum passt ja sie sich dann nicht dieser Überbau. Gesellschaft an? Dieser religiöse Überbau, den ich meine, die wurden halt als Götter und so. Das gibt's ja in der Menschheitsgeschichte viel, dass dann von irgendwelchen Göttererscheinungen, wo irgendjemand was hatte. Ja, das habe ich mal so hingenommen. Ja, aber dieses Ganze. Ich würde gerne da auch noch ganz kurz eine Sache sagen, die mich extrem genervt hat. Also, was man vielleicht sagen soll, ja, es ist bombastisch aufgebaut. Es hat bestimmt auch irgendwo seinen Platz im Marvel Cinematic Universe. Ja, ich muss, glaube ich, mehr trinken. Aber was ich auch wirklich extrem nervig fand, was für mich überhaupt nicht gezündet hat, war hier Kingo, heißt er, glaube ich, der Bollywood-Star, der die ganze Zeit seinen Kameramann da dabei hat. Und oh, ich mache da eine Doku drüber. Wo ich gedacht habe, Alter, ey, jetzt irgendwann ist noch mal gut. Ich fand das brutalst auf so Pseudo-Stereotypen rumgeritten. Hat nur noch gefehlt, dass er wie Kutrapali von Big Bang Theory irgendwie nicht mit Frauen reden kann oder sowas, irgendwie noch so einen Tick hat. Ich fand es so, ja, wir probieren jetzt irgendwas noch komplett lustig zu sein. Das fand ich sogar lustig, muss ich sagen. Ja, guck, dich hat's abgeholt. Mich hat's überhaupt nicht abgeholt. Ich fand's einfach nur super duper nervig. Das war übrigens der Schauspieler heißt Kumail Nanjiani, der hat auch bei Silicon Valley mitgespielt. Und der wird, Achtung,
Der wird in der neuen Obi-Wan Kenobi-Serie mitspielen. Das ist auch schön, das ist auch super. Aber es, ja, also, ich fand es einfach zu viel. Wenn du als, so sag ich mal, indisch aussehender Gott auf der Erde bleiben kannst, ja, warum nicht dann auch in Indien ein Bollywood-Darsteller sein? Ne? Und vor allem die Art und Weise, wie er dann gesagt hat, dass er das ja seit vielen, vielen Jahren, Jahrhunderten als Schauspieler aktiv ist, wie er das dann gemacht hat, dass die Leute ihm das immer noch abkaufen und so. Ja, also es waren so kleine, nette Szenen, aber es hat wirklich den Film nicht übers Mittelmaß rausgerissen. Also für mir kriegt er wirklich nur 4 Punkte oder so. Dann. Vor allem dann auch noch die Pseudo-Liebesgeschichte und noch Cell und jenes und Hasch noch nicht und Schlag mich tot und es war zu viel. Es war einfach zu viel, denke ich, was da drin war, was der Film im Endeffekt leider nicht stemmen kann. Deswegen von mir tatsächlich auch 4 Punkte. Das ist für einen Marvel-Film schon extrem schlicht. Ich bin sogar noch eins drunter. Ich gebe 3 Punkte. Ja, bin dann mal gespannt, wie das dann sich in das Ganze einfügt. Dann, ich hoffe mal nicht, dass da zu viel Augenmerk jetzt auf diese Eternals, weil diese gottgleichen Gestalten, weil die wären natürlich von den Menschen, die irgendwie da in der Steinzeit leben, werden die natürlich als Götter angesehen und damit hat der Film ja die ganze Zeit gespielt. Und was ich auch nicht mag, ich bin ja eher ein Mann der Wissenschaft, also ich kann mit Religion nicht so viel anfangen, ja, und ich mag das halt nicht, dass dann hier gesagt wird, ja, man braucht die ganze Zeit irgendwelche übernatürlichen Wesen, die einem sagen, was ein Flug ist und sowas. Also ich glaube, die Menschheit ist schlau genug, dass sie selber Erfindungen aus sich heraus hervorbringt. Und ich meine, am Ende sagen die noch, also wenn sie dann noch das ganze MCU korrumpieren, dass sie sagen, ja, die Eternals haben, was weiß ich, dem Iron Man alles beigebracht und hier und da, nee, dann bin ich raus. Also dann, ja, ja, Höhle der Löwen, nein, da bin ich raus. Ja. Ja. Nee, also ich hoffe mal, es wird besser jetzt. Und also sie hatten schon bessere Ideen im Marvel Cinematic Universe. Als auf dieser tiefen Note enden wir und gucken mal, wie es in den Charts und Neustarts aussieht. Kino, Charts und Neustarts. So, die Charts. Platz Nummer 5 in Stuttgart in den Innenstadtkinos. Kingsman. The Beginning. Der läuft übrigens in wenigen Wochen auf Disney Plus. Kam die Ankündigung. Wuhu. Nur so als. Ah, schön. Auf Platz 4 haben wir Nightmare Alley. Dann Platz 3 Sing 2, die Show deines Lebens. Da waren übrigens meine Frau und mein kleiner Junge, die waren gestern drin im Film und kamen sehr begeistert wieder. Ja, und wo ist die Kritik dazu? Hallo? Nö, gibt's warum keine. Warum hast du die nicht gleich abgefischt die wollen und die mal hier einsprechen lassen? Was die wollen nicht vors Mikrofon. Deswegen, ich habe sie gefragt, ja, und der Kleine fand's auch mit Stimmverzerrer? Der Kleine fand's absolut super und meine Frau fand's cool, wer da alles synchron gesprochen hat. Wenn ihr da noch reingehen wollt, vielleicht in den Film, lasst euch nicht spoilern. Ihr werdet da sehr bekannte Stimmen wiedererkennen und so, die lustige Rollen spielen, die trotz Foster. Trotz, dass sie eigentlich ja, die sind ja eigentlich für amerikanische Darsteller gemacht gewesen, die Figuren, ne? Aber die passen auch so gut auf manche deutsche Darsteller. Also wenn, ja, Udo Lindenberg nicht dabei ist, will ich es nicht sehen. Platz Nummer 2. Ich glaube, der ist House dabei. House of Gucci. Echt? Ach nee, war es Peter Maffay? Peter Maffay, glaube ich. Okay, House of Gucci ist auf Platz 2. Immer noch, wow. Platz 1 immer noch, Spider-Man No Way Home. Mal gucken, welcher Film das schafft, den abzulösen. Matrix hat es ja nicht geschafft, er ist es schon rausgeflogen hier. Und dann, ich gucke gerade, was in den USA. In den USA ist Scream auf dem 1., Spider-Man auf 2, Sing auf der 3, 355 auf der 4 und Kingsman auf der 5. So, und was läuft neu an? Ah, das ist eine Wiederaufführung, Mulholland Drive, sehr empfehlenswerter Film. Dann dieser Licorice Pizza. Coming-of-Age-Drama. Licorice-Pizza. Licorice? Licorice-Pizza. Ich weiß nicht, wie. Ja, also Licorice-Pizza bestimmt nicht. Licorice. Licorice. Like a satellite. Licorice. Licorice-Pizza. Coming-of-Age-Drama von Paul Thomas Anderson über ein junges Liebespaar im Hollywood der 70er Jahre. Ist wahrscheinlich dann auch so. Ich glaube, das ist auch so ein Oscar-Kandidat, oder?
ja, war ja Golden Globe nominiert. Ich habe ihn jetzt noch nicht gesehen, um das einschätzen zu können, aber die Paul Thomas Anderson Filme, die haben eigentlich da immer... Spielt nicht Barbara Streisand mit? Okay. Steht ich auf meiner Liste. Soll da oder spielen? Will ich noch keine gucken, Ahnung, aber nicht im Kino. Okay. Vielleicht kriege ich einen Screener. Okay. Oder dann Swingers, eine Komödie. Das sieht aus wie ein russischer Film. Ja. Keine Ahnung, worum es da... ich meine, der Titel sagt wahrscheinlich alles. Swingers. Wenn man die Bilder anschaut, dann würde ich genau das Gleiche sagen. Swing... Ja, das heißt tatsächlich im Russischen auch Swingeroi. Also mit Ui hinten dran ist Mehrzahl, also Swinger wäre ja, wahrscheinlich die Einzahl. Ich habe jetzt nicht so viel Falsches gesagt. Ich sehe da keinen Fehler beim anderen. Nee, ich wollte nur gucken, ob Swinger im Russischen auch Swinger heißt. Deswegen habe ich gerade. Aber jetzt kein Grund, mich klein zu schreien, Erik. Ich mach doch gar nichts. Are You Lonesome Tonight? Basiert das etwa auf einem Song von Elvis? Song von Elvis. Ich weiß es nicht. Könnte sein. Schattenstunde auf jeden Fall ist ein Biopic über Schriftsteller Jochen Klepper, der sich unter der Führung des NS-Regimes und seiner jüdischen Frau und Stieftochter das Leben nahm. Okay. Also mit sein. Ich habe den Satz völlig falsch verstanden. Ich so, warum war der unter Führung des NS-Regimes, seiner Frau und seiner Stieftochter? Ja, ja, das ist in Sachsen gang und gäbe, ne? Oh, Erik. Ha, ja. Böse. Der Rest sind Dokus und Musikfilme, auch nicht. Ich habe noch die Story zu Are You Lonesome Tonight. In einer dunklen Nacht überfährt Xua Ming, gespielt von, die viele chinesische Darsteller oder auch normale, die suchen sich ja immer dann so einen international klingenden Namen aus und der hat sich den Namen ausgesucht, Eddie Pang. mit seinem Auto einen Fußgänger und flieht vom Tatort, um seinen Schuldgefühlen zu entkommen, beschließt er, die Frau des Toten, Liang, anzusprechen. In der Zwischenzeit wird die Leiche entdeckt, durchlöchert von Kugeln. Chen, der mit den Ermittlungen beauftragte Detektiv, wird von dem Fall besessen. Noch Jahre später sind alle drei in einem Netz aus Erinnerungen und Lügen gefangen und suchen verzweifelt nach einer Wahrheit, die sich weigert, ans Licht zu kommen. Naja, klingt eigentlich nicht so verkehrt, muss ich sagen. Klingt so ganz spannend. Netz aus Lügen, ja. So, das war's dann auch mit den Filmen in der Vorschau. Und wir haben einen Trailer. Chris hat einen Trailer, besser gesagt. Ich habe nicht. Neue Filmtrailer. Und dann ist auch noch hier die Ankündigung auch noch falsch. Es ist kein Film, es ist eine neue Serie, die kommen wird. Und zwar eine neue Serie auf Disney Plus. Ein Serientrailer. Die neue Serie, eine Marvel-Serie, wer hätte es gedacht? Hier in unserem kleinen MCU-Podcast. Moon Knight. Science-Fiction-Action-Serie, also Phase 4 Marvel Cinematic Universe, läuft ab 30. März auf Disney Plus und in der Hauptrolle sehen wir niemand anderen als Oscar Isaac. Und woher kennen wir Oscar Isaac? So ziemlich aus jedem guten Film. Würde ich mal sagen. Ja, aus jedem guten Film. Poe Dameron! Poe Dameron, genau, aus Star Wars. Star Wars! Und sieht extrem cool aus, was da kommt. Ist sehr, sehr viel Mindfucking wohl. Düster sieht's aus. Wirkt sehr düster, es wirkt so ein bisschen, ja, natürlich Anlehnung an Batman. Ist auch hier jetzt klar, nur halt, das, was ich im Trailer oder was man im Trailer sehen kann, ich finde es richtig cool, weil Oscar Isaac einfach auch der Typ da dafür ist. Der kann dieses Psychotische, dieses Unsichere, dieses komplett Ausrastende, dieses dann aber auch wieder Seriöse und Ernste, aber auch gleichzeitig wieder so ein bisschen klein und trottelig oder sowas. Das kann der einfach alles. Das passt komplett zu dem. Also ich feiere Oscar Isaac sowieso, weil er ist ein absolut cooler Schauspieler. Guter, cooler Schauspieler. Und die Rolle scheint wirklich zu passen. Also so, wie es bisher aussieht. Ich bin da sehr, sehr gespannt drauf. Und zwar sehr positiv gespannt drauf, weil das ziemlich gruselig aussieht. Teilweise ziemlich erschreckend aussieht. Und mal einen ganz anderen Touch geben könnte und auch eine ganz andere Geschichte mal erzählen könnte.
und auch einfach extrem cool gemacht wirkt. Und wenn man jetzt die Marvel-Serien, die wir bisher hatten, anschaut, ich glaube, da war jetzt noch kein wirklicher Flop dabei. Deswegen habe ich da auch keine Angst vor, dass das irgendwie ein Flop wird. Sondern das sieht richtig, richtig gut aus. Man sieht auch Ethan Hawke als wohl dann Gegenspieler, was auch sehr spannend wird. Super. Und halt immer diese unfassbaren Aussetzer, die Oscar Isaac da wohl haben wird. Also ich bin sehr, sehr gespannt. Ich bin wirklich super, super gespannt. Es hat so, ja, was da rumkommen wird. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, Erik, du hast es noch nicht angeschaut. Nee, ich habe nur das Poster ja geteilt, dass da was Neues kommt, aber den Trailer hatte ich jetzt vorher vor der Sendung noch nicht gesehen, den werde ich mir nachher mal in Ruhe anschauen. Auf jeden Fall schauen die an. Was mich bloß wundert hier, es gibt einen Wikipedia-Eintrag zu Moon Knight, zu der Figur, die hat im Englischen irgendwie, weiß nicht, 20 Bildschirmseiten voll mit Informationen und es gibt keine deutsche Seite, es gibt eine französische, eine spanische, also Leute, was ist da los? Ey, mach da mal eine deutsche Seite draus hier. Unfassbar. Ja. Team Affiliations steht hier zum Beispiel, der hat auch bei den Avengers, war der auch mit dabei. Der war auch bei den Secret Avengers dabei, bei den West Coast Avengers, bei den Defenders. Ja, es ist alles so ein bisschen abgefahren. Ja, ja. Es ist schon ein bisschen abgefahren. Es ist ja. Eher dieses, ich bin ja Fan von Keep It Simple Short. Mal gucken, wie und was. Also ich hoffe nicht, dass es zu ausufern wird. Mal gucken auch, wo der seinen Platz einnehmen wird. Seine Maske sieht ein bisschen aus wie ein mumifizierter Deadpool. Da bin ich auch ein bisschen gespannt. Ich glaube ehrlich gesagt, dass das eine Art erstmal eine Art Entstehungsgeschichte ist. Weil so vom Trailer schaut es danach aus, dass er quasi erstmal in diese Rolle des Moon Knight, wie er da reinkommt. Und zumindest wirkt es so im Trailer. Und ich glaube, dass wir jetzt noch gar nicht in dem Film erfahren, wo er sich einreiht im Marvel-Universum. Ich glaube, dass das eine reine Entstehungsgeschichte ist. Aber warten. Schauen wir mal. Ich werde den Trailer mal mit verlinken, nachdem ich ihn selber gesichtet habe. Wann kommt der? Wann kommt die Serie? Februar stand doch irgendwie schon da, oder? Februar schon. Nee, März. 30. März. März. Egal, März. 30. März ist ja fast schon April, ey. Okay. Serie, Chris, willst du über die Folge reden, dann, oder steht das noch vom letzten Mal drin? Dann. Das steht vom letzten Mal noch drin. Also wir können, wenn du möchtest, müssen aber nicht. Nö, Book of Boba Fett, saugeile Folge angucken und dann machen wir einfach weiter. In der Rätselecke, würde ich sagen. Juhu. Rätselecke. Lass mich raten, du brauchst noch den anderen, oder? Natürlich. Gut, so geklungen. Spiel mal richtig oder falsch? Richtig, wir spielen richtig oder falsch. Heute fängt der Chris an, weil ich habe beim letzten Mal angefangen bei dir. Ja, ja. Lege ich jetzt fest. Und ich habe mir heute das Thema Andrew Garfield genommen. Da mir Tick, Tick, Boom so gut gefallen hat, habe ich mich mal mit Andrew Garfield beschäftigt und habe drei mögliche Fakten oder eben von mir ausgedachte Lügen überlegt. Und ihr müsst raten, was davon ist richtig und was davon ist falsch. Und wenn ihr gleich zieht, habe ich auch noch eine Schätzfrage. Sehr gern. So, alles zum Thema Andrew Garfield. Spider-Man. Nein, Gebrüder. Garfield ist eine Katze, die Lasagne mag. Bäm, 10 Punkte. Lass die Kate mal anfangen ist hier. Ist es wahr, dass Andrew Garfield mit bereits jungen 7 Jahren Mahatma Gandhi zu seinem Idol machte? Oder ernannte? Ist das wahr? Ja, ist wahr. Ich sag auch ja. Ist korrekt, tatsächlich. Er meditiert auch sehr viel und ist ein sehr ausgeglichener Mensch, um sich eben in seine Rollen besser hineinzuversetzen. Ja. Mahatma also Glück, 1:1. Mahatma Gandhi. Jetzt muss Erik vorlegen. Nächster möglicher Fakt oder Fake. Fake or Fiction. Andrew Garfield hat, wie wir alle wissen, einmal den Amazing Spider-Man gespielt. Ist es wahr, dass er gegen seinen Anzug allergisch war? Ja. Nee, das ist falsch. Das ist tatsächlich wahr, denn er hat eine Latexallergie und sein erster Anzug war komplett aus Latex. Das tat ihm nicht so gut. Er hatte ganz furchtbar Augen. Ich bin übrigens wieder in dieser Endlosschleife, dass ich nicht gewinne hier in diesem Dings. Ich meine,
die dritte Frage. 2-1 für mich, muss ich mal festhalten. Folgendes. Ja, halt Matchball. Ja, du kannst jetzt eigentlich schon, du hast eigentlich schon gewonnen, weil wenn du das gleiche nimmst wie ich, hast du auf jeden Fall gewonnen. Achso, dann soll ich zuerst antworten, damit es spannender wird. Machen wir es so. Ich bin gespannt. Ja. Eigentlich müsste der Chris das wissen, ob das war es oder nicht. Ja. Man muss ihm ja ein bisschen helfen, sonst verliert er ja immer. Wird dann immer so beim Frühstück vor der Aufnahme erwähnt. Wusstest du, dass Andrew Garfield eigentlich hier das? Andrew Garfield hat bei Doctor Who mitgespielt. War oder falsch? Das stimmt. Ja, das weiß ich, das stimmt. Das war relativ jung. Ja, weißt du, woher ich das alles wusste? Er hat in der Zeit von David Tennant mitgespielt. Ja? Weißt du, woher ich das alles wusste? Woher? Weil du suchst immer nur richtige Fakten raus. Du lässt dir keine falschen einfallen. Das stimmt nicht. Doch. Ich habe auch schon ganz viele falsche gesagt. Okay. Aber die letzten Male war bei dir immer alles richtig. Deswegen habe ich gedacht, ich spiele jetzt einfach mal auf Sieg und sage immer ja. Wollt ihr meine Schätzfrage noch hören? Ja. Gib die 2 Punkte. Ja, Chris, die gibt für dich einen extra Punkt, damit du gewinnst. Oh, okay. What? Also, nee, da ist Gleichstand. Also, dann gibt es die 3 Punkte. Boah, da werden einfach Regeln geändert hier. Also es gibt ja Awards, die Schauspieler gewinnen können. Da gibt es sehr unbekannte Awards, aber auch bekanntere Awards, wie zum Beispiel gerade natürlich den Oscar oder den Golden Globe und British Academy Television Award und so. Also die etwas größeren. Ja, davon gibt es, also auf meiner Liste hier sind das 2, 4, 6, 7 verschiedene Awards, also von den größeren, die es so auf der Welt gibt. Meine Frage von eher größeren Awards, wie viele Nominierungen hat Andrew Garfield insgesamt? Und ich rede jetzt nicht von der Goldenen Himbeere, ja. Schätzt, bitte. Jetzt aktueller Stand oder, also mit den Globes und mit... Ja, komplett aktuell. Nur Nominierung, also nicht, wo er gewonnen hat. Wo er gewonnen hat, das ist abgezogen. Das ist dann die Folgefrage. Ja, wir reden jetzt mal von Nominierungen und dann später nochmal von den Also gewonnenen. Wo er auch nominiert war, also wenn er gewonnen hat, war er natürlich auch nominiert. Okay, also. Korrekt, ja. 4. Was? Wir reden doch nicht nur von einem Award, wir reden hier von 7 verschiedenen Awards-Shows. In seiner ganzen Fernsehkarriere, Filmkarriere. 4. Oh Gott, Chris. 10. Was? Wir reden hier auch von britischen Awards und so. Leute, denkt mal größer. Ne? Okay, na gut. Dann 5. Wieso, dürfen wir nochmal ändern oder was? Na, ich habe mir so gedacht, also der für das jetzt allein war ja für einen Golden Globe, der war für einen Tony nominiert, für einen BAFTA. Also das sind schon mal 3. Und dann wird er ja bestimmt in seinen vorhergehenden Filmen auch nochmal Nominierungen, aber da wusste ich jetzt nicht so viel für was und wie. Da habe ich gedacht, naja, würde er schon ein paar abgefasst haben, bin ich bei 10. Wie viel hat er denn? Also, von jetzt diesen 7 größeren Awards hat er insgesamt 15 Nominierungen. Da bin ich noch nicht weit weg von mit 10. Ja. Und wie viel davon hat er gewonnen? Bis jetzt. Wie viel hat er gewonnen? 3. 12. Von den 5? Von den 15 hat er wie viel gewonnen? 3. Ah, 4. 3. Erik hat leider recht. Erik hat gewonnen. Scheißspiel. Warte mal, kann ich... Für was hat er denn außer für Tick, Tick, Boom noch was gewonnen? Was war sein anderer großer? Warte, das kann ich doch sagen. Habe ich die Seite noch offen? Weil für Tick, Tick, Boom hat er ja, glaube ich, einen Tony oder so. Weiß nicht. Oder kommt er noch, der Tony? Ist er nominiert, ne? Golden Globe. Guck mal, ob ich die Seite 1. noch mal finde. Na gut, kann ich selber raus. Ich habe keine Lust mehr. Naja, suche ich mal selber raus. Ich finde das. Ich werde das finden. Überhaupt nicht vorbereitet. Dann. Nein, oder auch nicht.
Ich hab's abfotografierend. Ich hab's nicht auf Internet. Nee, nee, offen. Brauchst jetzt nicht suchen, das dauert sonst vielleicht zu lange. Wir hatten Kommentare gehabt bei der letzten Folge, da ging's um welchen Film war das? Den wir, ach, Space Jam 2 war das, genau. Da hat nämlich das Seba geschrieben, ich glaube, Kate hat mit ihrer Analyse zu Space Jam 2 gar nicht so unrecht. Ich habe auch ein Kind, nee, ich bin auch ein Kind, wollte gerade sagen. Ich bin auch ein Kind der 70er, 80er und habe den ersten Teil total gefeiert und mich mit Teil 2 sehr schwer getan. Mein Sohn aber fand Teil 2 sehr gut, weil es von dem übertriebenen Game und der Erzählweise in seine jetzige Zockerfahrung passt. Da ist es auch egal, ob LeBron gut schauspielern kann. Das wäre bei uns Michael Jordan damals sicher egal gewesen. Vielleicht muss man auch bei einer Fortsetzung nach über 20 Jahren den Film einfach kopffrei als Neuanfang genießen und darf keine großen Vergleiche ziehen. Noch eine Frage. Wie findet ihr das neue Bettenkino in Leonberg? Das irgendwie, das kam so, die Nachsatz, der kam irgendwie völlig aus dem Kalten. Erst so alles Space Jam und so. Ja, auf jeden Fall vielen Dank für den Kommentar. Ja, Space Jam 2 war mir auch ein bisschen geteilter Meinung. Und ja, ich habe irgendwie schon wieder... Bettenkino kann ich mir nicht zu äußern, war ich noch nicht drin. Ja, ich auch nicht. Nee, zum einen... Ich habe schon geantwortet. Ja, dass du auch das Kino noch nicht kennst, genau. Also wir haben ein anderes Lieblingskino, das dürfte ja mittlerweile hinlänglich bekannt sein. Das sind die Innenstadtkinos in Stuttgart hier mit dem Gloria und mit allem. Und ja, ich weiß nicht, so Bettenkino, ich weiß nicht, ob ich mich ins Bett legen will, um Kino auf der Leinwand zu gucken. Was mich da eher reizen würde, wäre mal diese große IMAX-Leinwand, die es dort gibt. Die mal gesehen zu haben bei irgendeinem fetten Film, so wie Inception oder keine Ahnung, so der Marsianer oder sowas. Bei richtig großen Science-Fiction-Weltraum-Filmen oder so vielleicht. Aber dass ich mich da ins Bett lege dazu, ich habe es auch geschrieben, wahrscheinlich wenn dann in der Sneak oder so, wenn wir da im Bett hätten, da wäre ich häufiger mal eingeschlafen oder so, wenn ich dann auch noch liege und so. Und ich möchte gar nicht wissen, was da alles so abgeht in diesen Bettenkinos da. Das will ich gar nicht wissen. Pfui. Pfui. Pah. Das ist ja, da wird ja, da wird ja der Sünde, Sünde wird ja hier Vorschub geleistet. Nee. Ja. Also die IMAX-Leinwand, ja, interessieren, aber Betten, nee. Wie guckt ihr, wenn ihr zu Hause mal einen Film, wie legt ihr dann auf der Couch oder sitzt ihr eher? Oder Sofa. 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 Liegend so. Oder sitzend? So ich hänge meistens von der Decke kopfüber runter. So, du hängst quasi in deinem Bondage-Seil da so drin. Okay, in deiner Bondage-Schaukel. Das hast jetzt du interpretiert, das habe ich so nicht gesagt. Ach so, na, ich schließe nur von mir auf andere. Also ich, ja, das kann auch sein, ja. Ja, okay, also dann gehen wir mal in die Musiktipps noch rein. Da sehe ich, ja, ist sehr viel Tick-Tick-Boom bei euch. Und ich finde so Schreck hier den, ach hier, Musik. Music. Feuert mal eure Tick-Tick-Boom-Tipps ab. Boom. Ich habe von Andrew Garfield Why. Ist das ein Remake von Lisa Stansfield? Why? Oder war das nein. Dieses? Nein. Nee. Oh Mann, ist aus dem Film. Ja, ja. Aber ich hätte jetzt richtig Bock, einfach mein Musiktipp noch zu ändern zu Wenger Boys hin. Boom, 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 boom. Nur um dich zu ärgern. Nein, ich habe tatsächlich auch Andrew Garfield und Vanessa Hudgens mit Louder Than Words. Hm. War das der Main-Song? Oder war das der große Song, auf den er sich die ganze Zeit vorbereitet, der ihm noch fehlt? Nee, und der dann, nee, auch nicht. Nö, nein. Okay. Aber ich muss auch sagen, ich kam echt ins Struggling diese Woche bei den Musikwünschen. Aber jetzt mach du noch schnell deinen, dann sage ich, warum ich in den Struggle. Ja, ich habe mal einen neuen Rap-Song, der mich ein bisschen gecatcht hat letzte Woche, von The Game mit Kanye West, Easy. Weiß nicht, ob ihr den kennt, ansonsten mal reinhören, der ist ein bisschen fett. Der Kinocast.